Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield 4. Wir spielen heute Savot. Das Ganze bei Tage. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Und wir haben gleich einen Panzer. Und wir haben den Amalio FC69 mit dabei. Was ist sehr schön. Das ist nämlich, glaube ich, einer vom Oaks Clan. Und jetzt hätte ich noch ganz gern einen Befehl. Und dann wäre ich sowas von glücklich. Scheint sich noch ein bisschen einzurenken. Ich habe hier immer wieder so komische Zeichen da rechts außen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich habe eine 40.000er. Nee, warte mal. Eine 50.000er Download und 10.000 Upload. Da sollte das doch gehen. Aber gut, wir regen uns nicht auf. Wir fahren einfach weiter. Der ist ausgestiegen. Ja, ist klar, der holt sich jetzt den LAV. Machen wir mal weiter. Komm, Leute, ich will doch nur einen Squad-Befehl. Warum verzichten denn die Leute auf sowas? Komm, das ist doch so eine schöne Sache. So eine schöne Sache. Aber gut. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Wir werden anvisiert. Von wo? Hat sich erledigt. Naja gut, fahren wir mal weiter. Ansonsten kann ich euch noch... Oh Gott. Der hat kassiert, den kriegen wir noch. Der da noch raus. Da können wir doch... Ja. Ja, komm, der nächste muss sitzen. Ja, sehr schön. Ui, was kommt denn da von da oben runter, ihr Plumps? Ist klar. Die sind mal wieder natürlich alle auf die Dächer gegangen. Scheiß Sniper, aber ist ja okay. Sollen sie ja ruhig machen. Da ist ein Panzer. Den haben wir noch getroffen. Ich glaube, der checkt uns überhaupt nicht. Ja, sehr schön. Genau sowas brauche ich. Genau sowas. Zack, da haben wir einen. Der hat uns noch einen gegeben. Komm. Ach, schade, da ist er weg. Naja, gut. Machen wir uns einfach mal weiter auf den Weg zu B. Das ist bis jetzt so der einzige Punkt, den wir noch nicht eingenommen haben. Scheint also zu laufen. Ist aber auch meine erste Runde. Ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie das jetzt hier insgesamt so verteilt ist mit den, wie die Teams so drauf sind und so. Weiß ich alles nicht. Aber schöne Nachrichten habe ich trotzdem noch für euch. Nämlich... Es gibt nachher noch eine Session mit Linus. Das heißt, die nächste Folge oder übernächste Folge müsste es dann wieder mit Linus geben. Es sei denn, ich weiß nicht, es passiert irgendein Unglück. Keine Ahnung. Aber im Endeffekt sollte es relativ safe sein. Da oben auch noch. Nice. Den kriegen wir. Aber ihr seht es auf der Minimap, da sind noch einige. Wir kassieren ja auch gut. Wir können uns mal überlegen, hier fast wieder wegzufahren. Na, nee, das ist glaube ich immer noch derselbe. Bringen wir ein bisschen was auf. Siehst du aber auch nichts? Da ist ein Heli. Ach, scheiße. Ich muss mich unbedingt wieder einspielen, was das Schießen angeht. Da merke ich, dass ich ja noch auf jeden Fall... Oh. Ach, das ist doch Dreck. Dass es da noch nicht ganz so gut läuft. Da sind sie. Wir müssen wieder zurück. Jetzt sind sie natürlich nicht mehr da. So eine Kacke. Ich habe jetzt mal ein, zwei andere Spiele nämlich angetestet, die auch im Shooter-Bereich sind. Also Heroes und Generals und Counter-Strike habe ich letztens halt reingeschaut. Und ich merke es dann immer sofort, wenn ich danach halt dann... Hallöchen. Na, so einfach nur noch wieder nicht, Dude. Dann merke ich danach immer sofort, dass es mit dem Schießen erstmal ein bisschen dreckiger läuft. Erwischt. Da ist gleich noch einer. Der schleicht sich durch die Gegend, der Wiesmoor. Aber der Wiesmoor schleicht jetzt nicht. Ja gut, oh Gott, das ist ein Panzer. Komm. Rammgeschwindigkeit. Zack. Und bam, da sind wir drauf. Schade. Ja gut, war jetzt auch ein bisschen ein wenig Kamikaze. Aber es muss halt irgendwie auch mal sein. Außerdem, ich hatte nur noch einen Schuss und dann, dachte ich mir, ach was soll's. Meine Güte. Whoever drove the tank to A, learn to play. Ich glaube, der meint uns damit. Schauen wir doch einfach mal, würde ich sagen, am Ende, wie es dann so mit den Stats läuft. Weil in der Regel sind immer die, die am lautesten schreien, die am schlechtesten spielen. Das hat nicht mal was mit Battlefield zu tun, das ist bei allen Spielen so. Also eins der Spiele, bei denen viel geflamed wird, ist Heroes of the Storm. Und bei Heroes of the Storm ist es kategorisch immer der schlechteste, der anderen Leuten erzählen will, wie man zu spielen hat, und die anderen Leute flamen. Das ist immer so. Und bei Battlefield ist es in der Regel genauso. Oh, komm. Der bleibt da, den kriegen wir noch. Der liegt da noch. Na, erwischt, Brauner, erwischt. Und jetzt haben wir den Punkt auch, glaube ich, wieder zurück. Mit dem kleinen, aber feinen Problem, dass wir hier nicht wirklich in der Nähe ein Fahrzeug haben. Okay, laufen wir mal weiter. Kriegen sie aber gleich einen Punkt. Laufen wir. Vielleicht kriegen wir bei Emil noch einen. Ja, ich glaube, da steht was. Damit können wir vielleicht noch weiterfahren. Amalio Cheater. Ja, genau. Ich meine, das ist... Die sind, wie gesagt, das sind alles Oaks-Leute. Die sind, glaube ich, insgesamt so ziemlich witzig aufgelegt. Ich habe mal eine Runde mit denen im Squad gespielt, aber dann auch eher privat. Da haben die eigentlich nur witzige Sachen gemacht. Irgendwie mit C4 durch die Gegend gefahren und irgendwie Leute geärgert. Also, ich sag mal, die nehmen sich, glaube ich, selber nicht so hundertprozentig ernst. Und das ist mir immer schon ziemlich sympathisch. Okay,
Okay, versuchen wir es. Komm, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Schau, jetzt. Och Gott. Scheiß Timing, scheiß Timing, scheiß Timing. Gehen wir erstmal runter und nehmen den Punkt mit ein. Ihr seht schon, als Primärwaffe habe ich mir heute mal die SKS gegönnt. Eigentlich ist die ziemlich geil. Ich habe lange nicht mehr mit der gespielt. Deswegen nehme ich es jetzt mal wieder mit rein, weil die ist eigentlich, wie gesagt, wenn man sich mit der einspielt und die eher so spielt wie ein Sturm, komm schon, ja, so wie ein Sturmgewehr, dann ist die kurioserweise ziemlich cool. Also mir gefällt sie dann, aber sie spielt sich dann halt auch relativ ähnlich wie die Skaha wahrscheinlich. Deswegen! Huh, okay. Aber ihr seht sich, ich meine, guck mal, Kill für 42, wir haben die einmal getroffen. Das ist halt das Geile. Die zeckt auch wirklich böse. Ist aber dank dieser hohen Schussfolge und den vielen Schuss im Magazin, fühlt sie sich trotzdem irgendwie an wie ein Sturmgewehr. Und das ist eigentlich eine ganz geile Sache. So, gehen wir mal rüber. Da ist 100 Pro doch noch irgendwo einer. Komm, 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 komm. Nein. Geh die nächste. Da ist einer. Bam. Erwischt, erwischt, erwischt. Jetzt gehen wir mal raus. Können wir gleich weitergehen zu B. Hallöchen. Scheiße. Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich genial, wie unterschiedlich man mit schießen muss mittlerweile. Doch, was heißt mittlerweile? Schon immer wahrscheinlich bei Counter-Strike im Vergleich zu Battlefield. Das hatte ich gar nicht unbedingt so in Erinnerung. Das letzte Mal, dass ich da Battlefield gespielt habe, ist schon echt... dass ich Counter-Strike gespielt habe, ist schon ziemlich lange her. Da hatte ich jetzt halt, wie gesagt, mal reingeschaut und das ist irgendwie sowas anderes. Ja, das war... Oh, komm, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Oh, 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 Luftlöcher, Luftlöcher. Ja. Wenn Booms sich streiten. Okay, gehen wir mal hier schnell ins Häusle rein. Also war auf jeden Fall ziemlich frustrierend, muss ich sagen. Also ich hatte ja vorgehabt, da vielleicht mal ein bisschen was zu zeigen, aber das war, ja, das will, glaube ich, keiner sehen. Das lasse ich erstmal. Das lasse ich, glaube ich, erstmal. Aber Heroes and Generals, da mache ich vielleicht so ein kleines Video nochmal zu. Das muss ich mal schauen. Ja, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Weiß ich noch nicht so genau. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe jetzt auch ein bisschen umgestellt, was die Programmatik angeht. Also es gibt ja immer Battlefield und... Na, kommen sie, kommen sie. Ich habe extra den Laserlight ausgemacht. Nur weil ihr mich immer anmeckert, dass ich den Laserlight ausmachen soll. Jetzt habe ich es gemacht. So, seht ihr. Und jetzt kommt da keiner. Ihr seid mal schuld. Wo war ich stehen? Achso, genau. DayZ, beziehungsweise halt so ein Survival-Spiel. Weg, 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 weg. Und Battlefield kommen ja immer im Wechsel. Und ansonsten gibt es ja dann meistens jetzt entweder Naval Strike... Oder dann halt irgendwie sowas wie zum Beispiel jetzt Pirates, Vikings and Knights. Das wollen wir aber nicht. Aber jetzt gibt es praktisch immer Battlefield oder DayZ. Und Attila Total War. Eine neue Kampagne habe ich gestartet, weil es relativ gut mittlerweile läuft. Und das Ganze in der Radius super gemoddet. Ah, oh, da bewegt er sich natürlich. Eine super gemoddet. Jetzt aber. Ja. Version. Super gemoddete Version. Und allem drum und dran. Wir spielen Westcoten. Werdet ihr noch sehen oder werdet ihr vielleicht schon gesehen haben. Das müsste... gestern rausgekommen sein. Und halt das kommt dann immer mit Naval Action im Wechsel. Und dieses, was ich angefangen hatte mit Pirates, Vikings and Knights, dass ich mal so ein paar B-Spiele, C-Spiele oder noch schlechtere Spiele, aber trotzdem mal halt anteste und einfach mal ein bisschen Umfund vorgehen genommen, dazu ein, zwei Testvideos hier mache oder sowas. Das werde ich auch weiterhin machen, aber das Ganze kommt dann praktisch eher unregelmäßig. Oh, weil ich halt, komm schon, ah, das gibt's doch nicht. Ja, genau, natürlich. Also ich versuche gezielt zu schießen, passiert gar nichts, dann halte ich einfach nur blöd drauf und dann töten wir den, sogar mit dem Header dabei. Ja, es läuft nicht. Normalerweise habe ich immer das Gefühl, ich kann mit der SKS draufhalten, ich treffe irgendwie, aber jetzt war das gerade, naja, nicht getroffen. Also irgendwie sind wir gefühlt Ewigkeiten noch nicht gestorben, gut, da ist auch keiner drin. Ich wollte das mal antesten, da chillen nämlich relativ häufig und da sind ja jetzt schon zwei aus der Richtung gekommen. Fahren wir einfach weiter zu Florida. Oh nee. Was? Komm schon, den nächsten, auch nicht. Mensch, haben die schnell weggeheizelt. Na ja, gut, lassen wir es dann. Dude, komm, steig mit auf. Dude. Sehr schön. Okay, und er ist auch wieder ausgestiegen. Na ja, gut, dann soll er aussteigen. Er scheint es auf Tanks abgesehen zu haben. Ja, ich glaube, das ist auch derselbe, der vorhin gemeckert hat. Der, also dahin Platz 3, würde ich sagen. Oh Gott, und überschlagen, aber das ist voll in Ordnung. Aber ich würde mal fast sagen, wir sind noch besser als er, was die Punkte zumindest angeht. Naja, schauen wir mal am Ende, aber dann... Ach, ich schreibe dir nur eh nichts. Das ist wahrscheinlich eh nicht immer so sinnvoll, darauf einzugehen. In der Regel interessiert das die Leute ja eh nicht. Die sind einfach nur an Flame interessiert und dann ist okay. Deswegen werden wir trotzdem die Genugtuung genießen, wenn wir am Ende besser gespielt haben. Als er, ne, schaut.
merkt schon. Oh, und rein. Und jetzt direkt rein, direkt rein, direkt rein. Ja. Da wurden wir so schon anvisiert und raus und gleich nach unten, nach unten. Ja. Mensch, das war geschmeidig. Das war ja richtig geschmeidig. Jetzt verstecken wir uns hier schön hinter der Laterne, wollte ich schon sagen. Hinter den Bauleuchten. Wir checken die uns nicht, das ist das Schöne. Kommt. Kommt da niemand? Da ist einer. Feindlichen Soldaten in Sicht. Da ist er. Da ist er. Oh. Hat der Haken geschlagen, sage ich euch. Das ist ja richtig gemein. Aber der scheint uns trotzdem irgendwie nicht vollends gerafft zu haben. Finde ich auch gut. Bleiben wir erstmal hier. Bleiben wir erstmal hier. Komm, 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 komm. Ja, gut. Wir müssen kämpfen. Was soll's. Ey, jetzt buggen wir. Ey, ich bugge. Draus. Müssen wir halt kämpfen. Bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwo drunten chillen, wenn hier so viele Leute sind, dass wir den Punkt nicht einnehmen. Okay. Hier nicht, da nicht. Kommen wir hier auch hoch? Nee, okay. Gehen wir da hoch. Oh, 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 oh. Gott, 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 Gott. Zweimal getroffen. Der hat nicht mehr viel Leben. Noch ein Treffer und der ist dead. Da ist er. Nee, das ist er nicht. Der hat noch voll Leben gehabt. Oh Gott, aber den haben wir trotzdem. Nein, schade. Komm, 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 komm. Ja. Und da ist der, der fast kein Leben mehr hatte. Och, Mist. Aber dann haben wir noch zwei Leute gekillt. Und ich glaube, ich bin jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gestorben, irgendwie gefühlt. Aber auch das gesamte Team spielt eigentlich ziemlich gut. Da kann man nicht meckern. Also die gehen auf jeden Fall auch auf die Punkte. Und sobald wieder irgendwelche in unserem Rückraum eingenommen werden, sind da in der Regel auch schon welche immer da kommen. Ach, das gibt's ja nicht. Aber immerhin Killhilfe. Ist okay, ist okay. Oh, jetzt aber. Auch nicht. Naja, gut. Okay, wir gehen wieder auf unseren schönen alten Punkt zurück. Komm, 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 komm. Ich glaube aber, nächste Runde werde ich von der SKS wieder weggehen. Mit der läuft's irgendwie überhaupt nicht. Das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Ah, kommen sie, kommen sie. Ich meine, man sieht es immer auf der Minimap. Die sitzen hier teilweise echt an den Geschützen und so weiter. Wir haben die auch echt böse zurückgedrängt. Kommt er, kommt er, kommt er. Da ist einer. Den haben wir. Den haben wir auch. Sehr schön. Immerhin mal wieder zwei Leute gekillt. Bin mal gespannt, wann sie sich darauf einstellen, dass sie hier so dämlich hinter der Ecke stehen. In der Ecke stehen. Aber diese Baulöcher sind genial, weil die Leute, die sehen dich überhaupt nicht. Wenn du da nicht wirklich drauf achtest, dann kriegst du das nicht mit. Weil du ja einfach geblendet wirst von den Dingern. Deswegen ist das immer ziemlich cool. Es sei denn, hier sind zig Leute und verhindern die ganze Zeit, dass wir diesen bekackten Punkt einnehmen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ah, da hat's einer tatsächlich gemacht. Naja, gut. Naja, gut. Ich glaube, unser Squadmate ist da auch weggeheizelt worden. 18-2. Gar nicht schlecht. Hätte ich gar nicht gedacht. Oder 18-3 jetzt. Schnappen wir uns mal den Mini-Heli, wer da schon mal da steht. Ich sag nur anschnallen, Leute. Jetzt gibt's garantiert gleich wieder ein bisschen Bruchpiloten-Style. Naja, kommt. Ich sehe leider nix. Nix ist da. Drehen, 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 drehen. Dahinter waren sie, dahinter waren sie. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht mit Raketen abschießen. Jetzt, 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 jetzt. Ah, die machen das alles schon selber. Ja, sind alle weg. Na gut, dann nehmen wir auf jeden Fall den Punkt mit ein. Hoffentlich spawnen da nicht noch welche hin. Wo schießt der denn hin? Der Kantos. Da ist doch nichts mehr. So, ich lande einfach mal. Machen wir es uns nicht so schwer. Es sind noch 160 Tickets für das Gegnerteam. Das ist echt brutal, wie wir die wegheizeln. Das ist echt hart. Zackidi zack. Und auf geht's. Oh, da ist noch... Ja. Da ist auch, glaube ich, schon der erste wieder ausgestiegen. Auch geil, aber wir fliegen weiter. Wir fliegen weiter. Natürlich, natürlich. Komm. Ja. Scheiße. Ja, ist halt nicht so weit. Okay, ich glaube, da hinten sind noch welche drin. Müssen nur aufpassen, dass niemand in den Heli einsteigt. Also jedenfalls kein feindlicher. Ein anderer darf ruhig. Ja, sehen wir sie da hinten? Also man sieht sie definitiv auf der Minimap, dass da noch welche sind. Aber da ist einer. Ach, okay, der ist schon. Ach, die nehmen wir scheiße. Aber wir können ihn mal versuchen zu heilen. Ah, juhu. Bis jetzt haben wir kaum geheilt. Ich meine, ich bin die ganze Zeit eigentlich als Medic unterwegs, aber es hat sich irgendwie kaum angeboten. Hallöchen. Oh, da ist noch einer gespawnt. Oh, kacke. Kann ich nicht auch noch, oder? Nee, der wollte es wissen. Ach, schade. Ach, schade. Aber gut, ich meine, insgesamt müssen wir, glaube ich, den Punkt trotzdem wieder zurückkriegen. Das müsste jetzt so ziemlich eher nur noch sein, obwohl ich glaube, er hat seinen Spawnweg wieder gelegt. Nee, nee, nee. Nimm ein paar Mal da, glaube ich, mal ganz schnell wieder hin. Obwohl der auch nicht eingenommen wird, Emil. Scheint sie sich doch noch geholt zu haben. Oh ja, ist auch okay. Dann können wir eigentlich wieder fast ein bisschen nach hinten durchfahren.
Wo sie sich natürlich jetzt hinten bei sich selber dann irgendwann so dermaßen konzentrieren, dass es immer super schwer ist, dann noch irgendwas zu machen. Ja, ne? Ich finde auch die beiden Außenbahnen im Endeffekt bei der Map schon... Okay, wir haben da irgendwie anscheinend einen direkt getroffen. Dass die beiden Außenbahnen links und rechts hier bei der Map irgendwie tiefer sein müssten im Vergleich zum Mittelpunkt der Map oder sowas. Dass man es eher noch schafft, praktisch außerhalb des Sichtfeldes links und rechts aus ein bisschen durchzufahren oder zu fliegen oder weiß ich was. Ich meine, links ging es ja sogar, da ist ja der Fluss, also jetzt direkt vor uns sozusagen. Aber trotzdem so insgesamt. Das ist ein bisschen den einzige Punkt, den ich so ein bisschen zu bemängeln habe eigentlich an dieser Map. Aber gut, ich meine, wenn ein Team einfach nur mal dominiert, dann spielt es wahrscheinlich irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr, wie so eine Map gestaltet ist. Dann kriegen wir den noch? Guck mal, der ist doch da, oder? Ja, den haben wir noch. Den haben wir noch. Okay, 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 okay. Mal gucken, wie viele Leute bei B sind. Ich tippe nämlich auf sehr viele. Oh, ich komme da nicht hin. Oh, hallo, ist da etwa die Anti-Air? Oh, da hat sie unseren Heli runtergeholt. Ich würde sagen, na, wir rächen uns, oder? Die ist down. Die schicken wir der Rakete trotzdem noch mit hinterher. Ich glaube, da fahren wir lieber nicht runter. Wir drehen mal um. Ich habe keinen Bock, das Ding nachher... Es gibt immer diese schönen Schräglagen. Wenn der irgendwo schräg vorne gegenfährt oder sowas, dann steht der auf einmal irgendwie da und kann nicht mehr weiter. Und das ist immer ein bisschen Dreck. Wir fahren einfach außen rum. Schau, oh Gott, das sind noch 14 Tickets und da sind Minen vor uns. Ja, ja, dachte da, dass ich da reinfahre. Könnte er vergessen. So, bam, haben wir kaputt gemacht. Okay, die wollen uns. Die wollen uns. Sollen sie ruhig machen. Sollen sie ruhig machen. Sollen sie versuchen. Nee, auch nicht. Jetzt kriegen wir sie, oder? Nee, das Spiel ist vorbei. Ging recht schnell. Ging recht schnell. Jetzt schauen wir mal eben, ob der Mr. Fallout, wie er jetzt gerankt ist. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe aber auch ein gutes Gefühl, deswegen. Schauen wir mal. Überspringen, überspringen, überspringen. Oh, er hat das auf Platz 7 geschafft. Und ich würde sagen, ich habe nur deutlich mehr Punkte gemacht als er. Von wegen Learn to Play. Naja gut, ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.